Okay, dann legen wir mal los. Liebe Freundinnen und Freundinnen, global und lokal gesehen stehen Frauen an den Spitzen im Kampf gegen Klimakrise und Rechtsruck. Seit dem Ausbruch der Pandemie wird einmal mehr deutlich. Die Krise ist nicht geschlechtsneutral. Die Krise verstärkt alle existierenden Ungleichheiten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, die DNA der Grünen ist die Klimakrise. Aber die Frauenfrage, die Gleichberechtigung aller Geschlechter, dafür hier müssen wir mal nicht eine zweite Reihe. Wir müssen den Klimawandel bekämpfen, ja, und dabei die zentrale Frage der sozialen Gerechtigkeit mit beantworten. Das wird eine Herausforderung, aber dieser Anspruch wird an uns gestellt. Denn wir sind längst nicht mehr eine Klimapartei. Wir stehen für eine Chancengleichheit zwischen allen Geschlechtern, für die Rechte von LGBTIQ, für Antirassismus. Dieses Anspruch, liebe Parteifreundinnen und Freunde, möchte ich gerecht werden. Existenzielle Sorgen, Quarantäne und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit führen zu einem deutlichen Anstieg von häuslicher Gewalt. Die Leidtragenden sind immer und fast immer Frauen. Die Auswirkungen von den Corona-Krisen sind auch in die Frauenberatungsstellen, in die Frauenhäusern. Daher bleibt denn auch viel zu tun. Denn während wir als Gesellschaft schaffen, die Kriminalitätsstatistik zu senken, bleiben die Zahlen bei häuslicher Gewalt gleichbleibend hoch. Wir sind gefordert, nach Lösungen zu suchen, denn Gewalt gegen Frauen findet weiter und überall und jeden Tag, liebe Parteifreundinnen und Freunde. Sie hat viele Gesichter und beginnt nicht erst mit täglichen Angriffen. Das Recht auf ein Leben ohne Gewalt ist ein Menschenrecht. Jede Frau, unabhängig von Herkunft, Wohnort, ihres sozialen Status oder Aufenthalt, braucht Zugang zu Hilfe und zum Schutz. Wenn sie von Gewalt betroffen ist, da verlangt die Istanbul-Konvention, dass wir uns verpflichten, sie zu schützen. Es sind Frauen, es sind alleinstehende Frauen, es sind Frauenverkäuferinnen, Pflegekräfte, alle diese Frauen, liebe Partei und Freunde, tragen heute die Klima. Entschuldigung, tragen heute die Krise und halten unser Land am Bleiben. Deshalb brauchen wir mal, liebe Parteifreunde und Freunde, auf Bundesebene eine Auswertung der Sorgeberufe und einen verbindlichen Tarifvertrag. Auch bei dem Thema Parität müssen wir mal uns nicht zurücktreten. Ob im Bund, in Ländern, in den Kommunen, Frauen sind immer noch weiter unterrepräsentiert. Betrachte man an der Repräsentation von schwarzen Frauen, Frauen of Color, Frauen mit einer Migrationsbiografie wie ich, da haben wir mal noch viel zu tun. Die Ursachen liegen nicht, weil wir Frauen nicht wollen, sondern an die strukturellen Barrieren, an die Geschlechterstereotypen. Wir brauchen eine verbindliche Quote. Die Hälfte der Vorstandssitze in Großunternehmen sollen eine Neubesetzung an eine Frau gehen. Und dort, wo sie die Frauen unterrepräsentieren, müssen wir mal sich weiter gefordert. Gleichzeitig brauchen wir mal auch gleichwertige Bezahlung, denn die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern liegt weiter noch 18%. Wir brauchen dringend wirksame gesetzliche Regelungen, denn ohne Geschlechterparität bleibt die Demokratie unvollendet. Liebe Parteifreundinnen und Freunde, konsequent gegen Rassismus und für eine starke Demokratie. Es vergibt kaum einen Tag, an dem Judinnen, Juden, schwarze Frauen, schwarze Menschen, Geflüchtete, Menschen mit einer Migrationsbiografie wie ich, angegriffen werden. Rassismus und Antisemitismus sind Realität. Rassismus ist ein Trauma, nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Demokratie. Und solange Rassismus in unserer Gesellschaft allumfähig ist, ist die Demokratie noch bedroht. Solange Rassismus in unsere eigenen Denkmuster gibt, dürfen wir mal nicht tatenlos bleiben. Neutralität, liebe Parteifreundinnen und Freunde, ist keine Antwort auf Rassismus. Wir entscheiden jeden Tag, bewusst und unbewusst in unserem Handel, wie in unserem Nichthandel, wo wir stehen und ganz besonders auf welcher Seite wir stehen. Unsere Verfassung hält schon in 1. Paragraphen fest, dass die Würde eines jeden Menschen untastbar ist.
Dieses Bekenntnis, liebe Parteifreunde und Freunde, bildet das Fundament unserer Demokratie und spiegelt unsere humanistische Grundwerte wider. Liebe Parteifreunde und Freunde, wir müssen Rassismus und strukturelle Diskriminierung bekämpfen. Wir brauchen dafür eine bundesweite Strategie gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus. Wir müssen die Zivilgesellschaft weiter befördern. Dafür brauchen wir mal ein Demokratieforderungsgesetz. Wir müssen dafür Sorgen tragen, dass Attentate mit rechtsextremen oder rassistischem Hintergrund wie in Halle, wie in Hanau, wie in Kassel nach wie vor, liebe Parteifreunde und Freunde, vollständig aufgearbeitet werden. Kein Mensch ist illegal, liebe Parteifreunde. Lesbos und die Situation von Geflüchteten an Europas Außengrenzen, es ist ein Mahnmal für das Scheitern europäischer Asylpolitik. Schon seit 25 Jahren werden Fluchtwege selektiv abgeschnitten und die Migration somit stark eingeschränkt. Die humanitäre Versorgung über die Grenzen der Europäischen Union hinaus ist Bestandteil unserer Verantwortung. Ohne Wenn und ohne Aber. Liebe Parteifreunde und Freunde, seit 2019 bin ich Mitglied bei den Grünen. Von Anfang an war ich aktiv. Ich war Stadtratskandidatin in Leipzig für die Kommunalwahl 2019. Aktuell bin ich auch als Co-Sprecherin in der AG Frauen und Gleichstellung. Ich bin aktive Mitglied in der LAG Geschlechter und Delegierte für die BAG Frauen. Seit 2020 Mitglied in den Landesparteirat. Liebe Parteifreunde und Freunde, ich bin überzeugt davon, dass es für unsere Demokratie, für die Menschen und unsere Umwelt, es ist gut, wenn wir mal Grünen gestalten. Diese Überzeugung, liebe Parteifreunde und Freunde, motiviert mich Tag für Tag mit euch zum zu streiten. Kommen. Auf uns kommt es an, liebe Parteifreunde. Wir Grüne sind und waren schon immer eine Partei des Wandels. Wir haben die richtigen Konzepte, um den sozioökologischen Wandel in Deutschland voranzukommen. Deine Zeit. Vielen Dank.